Hallihallo und herzlich willkommen zum Technolution Modpack Let's Play zu Minecraft. Ja, dieses Modpack könnt ihr beim Technik Launcher runterladen, auf Automods gehen und dann Technolution eingeben. Und schon könnt ihr den Link kopieren für den Technik Launcher und dann spielen. Ja, es gibt sehr viele, denn zum Beispiel ist Optifine drin, das ist sehr, sehr gut. Und ja, zum Beispiel Tooltips, GregTech, Railcraft, Voila. Es gibt sehr viele Mods drin, zum Beispiel IndustrialCraft, sehr schöner Mod. Buildcraft auch schön und natürlich Biome so Plenty, das muss einfach drin sein. Natur ist auch geil. Jo, ich kenne mich mit den meisten Mods noch nicht so aus, also es wird wahrscheinlich gehen, einige Zeit gehen, bis es geht. Galactic Craft zum Beispiel, sehr schön. Und ja, ihr dürft mir sehr gerne helfen. Einfach ein paar Kommentare unten, denken, was ich Sachen machen soll, wie ich es mache. Oder irgendwie einen Link schicken und so weiter. Ah ja, ich wollte noch auf Deutsch wechseln. Für euch natürlich. So. Komm. Und eben der Mod, den habe ich erst jetzt vorher runtergeladen. Ich weiß noch nichts über den Mod. Ich habe ein bisschen ausgetestet, wie die Performance so ist. Und ja. Jetzt Welt löschen. Eine neue Welt erstellen. Let's play. So. Und an. Hier machen wir auf beim Supplenty natürlich. Cheats erlauben an und ja, Bonus-Truhe können wir auch anmachen. Dann wir auf Easy spielen. Vielleicht gibt es ja Nahrung oder so irgendwas, was uns weiterhilft. Drin. Ob so gecheat ist es eben nicht. Also, dann möchte ich es auch drin lassen. So, was wird geladen? Welches Biom? Hoffentlich ein schönes. Na? Na, 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 na. Ja, wie auch meine anderen Let's Plays wird es sehr interaktiv sein. Ich dürfte wählen, was ich bauen soll, was ich entdecken soll, wie lange ich Let's Playen soll und alles mögliche. Das könnt ihr wählen. Und schreibt nur irgendwelche Kommentare. Und ja, je nachdem wie viele Likes die Kommentare haben oder wie viele Likes die Videos haben, mache ich mehr oder weniger. Und ja, aber für mich ist es auch geil, dann mache ich wahrscheinlich ein sehr langes Let's Play draus. Und wir sind irgendwo völlig verrücktes. Hier hat es schwarzen Stein, Ascheblock. Wir sind in einem Aschebiom. Vulkano. Geil. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und oh, wir bluten. Gut, Deep Iron Ore nehmen. Kaputte Tag. Aber auf einer Insel mit einem Vulkan. Aber auf der Minimap sehe ich gerade nichts. Ja, ich kann die Minimap momentan nicht größer machen. Options. Textur Upright. Skull, Large, aber wie man die kleine Mapgröße macht, weiß ich jetzt nicht. Okay, Config. Zoom in and out, Period und Komma. Aha. Okay, wir sehen wir nichts. Muss ich eine neue Welt erstellen? Das geht ja mal gar nicht. Vielleicht dort vorne. Aber wir haben keine Bäume hier, wir haben nichts. Ja, okay, ich werde eine neue erstellen. Bis gleich. So, schauen wir mal, was diese Welt kann. Hoffentlich ein bisschen besser, hoffentlich sehr gut. Ach komm. Geht doch noch ein bisschen länger. Hallo. Man muss sehr viele Daten laden, da geht es hier ein bisschen länger als bei Vanilla.
Ja. Oh. So, jetzt bin ich hier. Und wie wir sehen, sind wir irgendwo. Naja, nicht so wirkliches Gebiet. C. Nein, das ist das. V. Hä? Da kann man. Ah, alle Hü, das ist der Hutmod. Y. C. B. N. M. M. K-Config. Toggle Large mal X. Aha. Zoom. Raus, raus, raus. Kann man nicht mehr raus. Dann gehen wir mal in diese Richtung. Machen hier kurz einen Wegpunkt. Bauen. So, die Farbe könnten wir noch wechseln. So, machen wir ein bisschen Orange. Der hat einen Hut auf. Nein. Oh. Die Stellung ist ein bisschen sensibel. Das holt mich nicht arsch. So, wir haben keinen Hut bekommen. Ah, hier gibt es Schweine, das ist ein bisschen besser. Ja, die sind auch so schnell. Die haben viel mehr Leben. Ach, nicht so gut. Wir wollen aber einen Hut haben. So. Jetzt könnte man wieder die V-Taste drücken. Arrowhead oder Minerhead. Natürlich der Minerhead. So, haben wir hier. Wir könnten hier mal ein paar Bäume fällen. Und ein Achievement, sehr schön. Ich muss wahrscheinlich noch ein bisschen das GUI anpassen, ein bisschen größer machen für euch. Sonst seht ihr nicht, was so unten, das, was ich im Inventar habe und so. Das ist schon eine gigantische Auflösung. Da ist es ein bisschen zu klein für uns. So. Und hier sehen wir noch die verschiedenen Objekte, die wir so craften können. Und das stört mich eher ein wenig. Ich weiß nicht. So. Das haben wir mal. Jetzt müssen wir ein paar Steine holen. Ah, Dornen. Aua. Okay, wir müssen da ein bisschen fern bleiben. Hat's hier irgendwo eine Höhle, bitte? Ich brauche eine Höhle, Sir. Oh, Erdbeeren. Kenne ich noch von einem anderen Mod. Die nehme ich immer gerne mit, aber die kann man, glaube ich, nicht für. Also ich weiß nicht, wie man die verdingen kann. Also man kann sie anpflanzen dann. Ich glaube, so weit war ich noch nicht. So, gehen wir mal dort. Dort sieht es so grün aus. Gehen wir dorthin. Und irgendwie schwimme ich ein bisschen zu weit unten. Ist das bei irgendeinem
anderen Mods so. Ich sollte vielleicht irgendwo hingehen, wo wir ein bisschen geschützt sind von vor Monster. Nicht gerade ins freie Feld. Also ich könnte schnellstmöglich eine Hütte bauen, aber dort drüben, das gefällt mir nicht so. Ist zu nah am Eis. Ich mag Eis nicht. Und Schnee. Ist mir zu kalt. Ja toll, hier haben wir eh wieder. Allein da drüben haben wir sogar noch ein anderes Biom. Und es leckt. Wieso leckt es? Ich hab doch Optifine drin. Oh, hier ist schön. Laufen wir noch ein bisschen weiter. Wir haben noch volle Hungeranzeige. Haben wir überhaupt einfach? Ja, wir haben einfach. Wenn wir hier irgendwo in den Sumpf gehen, haben wir dann relativ gutes Terrain. Und wir sind hier ein bisschen eingesunken. Hier gibt's Schlamm. Oder sonst irgendwas. Matsch. Das Matschhirn. Ah, hier gibt's noch Bären. Nehmen wir die mit. Und sonst. Ah, das ist ein schönes Biom. Das ist ja mal schön. Ja, und hier ist es noch relativ gerade. Wir müssen einfach schauen, dass wir hier irgendwo gut durchkommen. Ein bisschen weiter noch in diese Richtung. Da drüben hat es irgendwas Dunkles. Ja. Nehmen wir hier noch diese Sachen mit. Und wir werden hier vorne, bei diesem Dorf, werden wir uns als erstes niederlassen. Sehr schön. Dann machen wir hier einen Wegpunkt. So. M. Waypoint. Dorf 1. So. Oh, hier können wir gleich nicht direkt durchgehen und... Oh, wir haben eine riesen Schlucht hier. Oh, nicht wenn es laggt, bitte. Muss ich hier noch ein bisschen die Performance runterstellen und es liegt das wieder am Fraps. Da muss ich hoffen, dass es an Optifine liegt. Die rendern sehr viel, also der Mod rendert sehr viel vor. Und dann laggt es manchmal. Wegen, ja, aber natürlich wieder mal. Oh, hier hat es sonst noch Bären. Hier hatte es verschiedenartiges Gemüse. Wachstum 50%, 50%. Hallo Leute, habt ihr irgendwelche Sachen, die ich mitnehmen kann? Das ist so ein Tinkerer-Konstruktraum. Das ist nicht gescheit. Dort sind Bücherregale, ihr habt dann aber einen schönen Weg hier. Wollt ihr mir hier eine Falle stellen? Und es leckt selbst noch ein bisschen. Ich denke, wir könnten schon irgendwo hier uns niederlassen, aber... Zuerst muss ich mal was finden, was Stein finden und so. Ein großes Haus wäre auch nicht schlecht. Hier ist alles Weizen. Ist so.
Hallo? Es wäre aber nicht so gut. Ach komm, hier können sowieso die Zombies nicht so gut rein. Und dann werden wir uns hier das erste machen. Und hier ist schon ein Skelett, das ist nicht so gut. In der Nacht gehe ich mal die Dorfbewohner einsperren, damit die nicht angegriffen werden können. So. Gut, aber wir bleiben wahrscheinlich nicht so lange da, weil wir sonst halt ja nicht viel bauen können hier in der unweltlichen Gegend und die Dorfbewohner sonst nur zu viel angegriffen werden. Mithril, eine Hive. Okay, also einen Bienenstock. Oh. Ich war nicht da. Nein, ich war nicht da. Ach, ich steck fest. Ich war nicht da. So, machen wir mal das Nei aus. Nein, ich will nicht das Rezept handeln. Ich will Inventar Nei deaktivieren. So, und jetzt will ich bitte die Größe noch ein bisschen größer machen. Steuerung. Nein, ich will das User Interface größer machen. Grafikeinstellungen, GUI-Größe, groß. So. Ja, jetzt ist schon besser. Jetzt ist es zwar ein bisschen verpixelt, aber das macht nichts. Gut. Ja, dann machen wir mal den Schrott hier rein, den wir nicht brauchen. Die Büsche können wir mitnehmen. Blueberry können wir nicht anpflanzen. Da muss ich schauen. Die mal auch mal reinlegen, Zaun reinlegen. So. Jetzt mache ich noch eine Axt. So. Ah ja, ein Schwert wollte ich noch. Genau. Also dann schauen wir mal, was sie so anrichten können. Also das ist schon mal zu. Dann müssen wir hier schauen, dass wir irgendwo die Häuser natürlich zumachen können. So. Wir auch. Bitte drin bleiben. Du bleibst da. So. Aua.